Hallo meine Freunde, hier ist Ubuntu Brasil. Ich möchte heute über ein einfaches Thema reden. Gemeinschaft. Seit Generationen wurden wir getrennt. Alles wurde immer wieder weiter getrennt. Wir wurden von unseren Familien getrennt. Von dem, was uns eigentlich gefällt im Leben. Wir wurden getrennt von unseren Wurzeln, die eigentlich ein friedliches Leben suchen. Wir wurden getrennt vom Frieden, wurden in Kriege gezogen, die gar nicht zu unserem Vorteil sind. Und die ganze Trennung läuft immer weiter. Jetzt haben wir festgestellt, genau diese Trennung macht uns immer schwächer. Wir haben immer weniger Möglichkeiten, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Daher sollten wir eigentlich heute merken, dass wir das Gegenteil ansteuern müssen, nämlich Gemeinschaft. Uns gegenseitig helfen. Und ich sag's dir jetzt mal ganz einfach, überleg dir mal. Stell dir vor, du lebst in einer Gemeinschaft, da sind vielleicht 20 Familien, jeder hilft dem anderen, jeder bringt seine Fähigkeiten ein, weil jeder hat ein Spezialgebiet, jeder liebt irgendwas, was er auch gut macht, was ihm Freude bereitet, was ihn weiterbringt. Und so hilft jeder jedem. In erster Linie sehen wir mal, dass wir überleben können. Also Selbstversorgung. Das magische Wort, das unsere Elite nicht hören mag. Weil wenn wir mal selbstversorgend sind, haben wir schon fast das ganze Leben gewonnen. Stell dir mal vor, wie viel Geld du heute brauchst, von dem hart verdienten Geld, nur um zu überleben. Wenn ich da diese Frage hier stelle, dann ist es bei den meisten 100%. Und bei dir vielleicht 80%, 90%. Und was kriegst du jetzt für dein teuer verdientes Geld, bei dem du deine Gesundheit opferst, deine Freiheit opferst, deine Nerven opferst? Welche Qualität von Essen kriegst du da? Ich nenne es Abfall. Wir haben Supermärkte finanziert und aufgebaut. Die kleinen Läden haben wir zugehen lassen. Wir haben sie nicht mehr weiter unterstützt. Und jetzt fressen wir das, was uns eine Industrie aufbietet, die gleichzeitig Essen und Gesundheit anbietet. Das heißt, mit dem Essen machen sie uns krank und dann verkaufen sie uns ihre Scheißmedikamente, die uns aber noch kränker machen. Und das alles nur, damit wir was zu essen kriegen. Dieses Essen geben wir jetzt auch unseren Kindern. Und wundern uns, dass diese Kinder ständig Probleme haben. Heute sind 25% der Kinder mit psychischen Problemen in Behandlung. Viele kriegen bereits Medikamente mit 5, 6 Jahren. Also das heißt, unsere Zukunft wird vergiftet, bevor sie überhaupt erwachsen ist. Und was tun wir? Wir lassen es zu. Und um die Kosten zu bezahlen, arbeiten wir noch mehr. Jetzt geht Mama arbeiten, jetzt geht Papa arbeiten, damit dieser ganze Schrotthaufen, den wir haben, auch finanziert werden kann. Und durch das finanzieren wir genau wieder die, die sich überhaupt nicht interessieren, ob es uns gut geht. Die interessieren nur, dass wir dem nachrennen,
was sie uns da vorgaukeln. Und wir tun es, ne? Wunderbar. Aber wie lange noch? Wie lange können wir noch rennen? Ist es nicht vielleicht an der Zeit, einmal einfach stillzustehen und zu sagen, halt mal. Ja, so kann es ja gar nicht gehen. Wir müssen neue Möglichkeiten haben. Und da sage ich wieder, Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass jetzt alle hier nach Bahia kommen können. Oder sollen. Wir haben hier zwar meiner Meinung nach die höchste Lebensqualität überhaupt, aber Gemeinschaft macht man überall da, wo man ist, indem man sich mit den anderen zusammensetzt, diskutiert, respektiert und sich gegenseitig hilft.